Das wird die härteste Challenge deines Lebens. Das sind die drei härtesten Fußballer. Sie können gehen. Ich weiß nicht, wer ihre Kaution bezahlt hat, aber anscheinend wurde sie bezahlt. Wir müssen gegen die härteste Truppe aus der ganzen Stadt eintreten. Boah. Gegen Mr. Murat, sein Fußballverein. Wir haben ein Fußballspiel gegen das Team von Mr. Murat. Und oh. Oh, Mr. Murat. Den jetzt mache, rechts oben, dann gewinnen wir morgen das Spiel gegen Mr. Murats Mannschaft. Mr. Murat, mein Leben, mein Ball wieder. Nein! Alfonso! Das war. Das war gut. Mein Handschuh. Oh mein Gott. Nein! Bitte nicht nein! Emily! Emily! Krieg ich mich nicht. Ich krieg mich nicht. Ah, Casino. Na fertig, na fertig. Oh, moin, sind MJ, ne? Ja, alles gut. Junge, die Fernbedienung geht schon wieder nicht, die müssen wir dringend mal reparieren. Ja, ich glaube, die Katzen haben ja wirklich wieder die Batterien aus der Fernbedienung geklaut, ne? Also das war wahrscheinlich ja, das Naheliegendste. Die Katzen, ist klar. Ja, hast du denn gut geschlafen? Heute ist ja das große Spiel. Ich habe noch nie besser geschlafen, wirklich. Total erholsam. Ja, ja. Und du? Was Schönes geträumt? Ja, nee, also ich habe auch super geschlafen, also wirklich in der Badewanne, da schläft sich ja sowieso super und... Ja, voll die schönen Träume und ja, so. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich will Leute so auf den Sack kriegen. Alter, ich glaube, wir haben nicht mehr lang zu leben. Ich bin froh, wenn wir heute rauskommen. Oh mein Gott. Die Fernbedienung geht auch nicht. Alfonso, bist du schon wach? Alfonso, wo bist du denn? Wo hast du dich versteckt? Alfonso? Junge, bist du dumm? Der ist nicht da, siehst du das nicht? Doch, der ist doch hier im Schrank. Der ist nicht da. Der ist schon wieder abgehauen. Oh mein Gott. Wo kann er denn hingegangen sein? Meinst du, der ist Brötchen holen gegangen für uns? Ich sag dir, der lässt uns wieder im Stich, Mann. Nein, der hat doch gesagt, der macht sowas nicht mehr. Der hat uns den Ball gegeben. Das kann ich nicht glauben. Menschen können lügen, Alter. Mann, wie oft sollen wir denn noch vertrauen? Jetzt sind wir nur zu zweit gegen das Team von Mr. Murat. So haben wir gar keine Chance. Jetzt haben wir wirklich gar keine Chance. Was sollten wir jetzt schon wieder machen? Abtauchen. Wir sollten wirklich abtauchen. Das macht keinen Sinn. Wir können da nicht hingehen. Okay. Aber wohin abtauchen? Ich hatte nicht hier so einen Teil versteckt. Versuch da Alfonso! Alfonso! Er ist wirklich nicht da. Oder die Katzen haben den entführt. Vielleicht gehören die Katzen ja zu Mr. Murat. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist wirklich abzuhauen. Ich packe das Nötigste ein. Ich habe gehört, Mexiko soll mega schön sein. Da gibt es auch Burritos und all sowas. Ich habe keinen Bock, gegen Mr. Murat anzutreten und dann noch irgendwie ein Bein zu verlieren oder so. Wer schreibt denn jetzt? Mr. Murat, wo hat er meine Handynummer? Du weißt, du kannst nicht entkommen. Weißt du noch Julian? Oh mein Gott. Oh Gott, ich muss Hugo holen. Wir müssen antreten. Wir können nicht entkommen. Jetzt hat er noch einen Dickpick geschickt. Hugo, wo bist du? Hugo! Er ist doch bestimmt in seinem Zimmer. Hugo! Wo ist er denn? Hugo, komm mal da raus!
Hugo, hallo, komm raus da. Was machst du denn? Ey, hallo? Was machst du? Hugo. Ich habe versucht abzutauchen. Ey, Hugo, Mann, wir müssen antreten. Ich habe eine SMS von Mr. Murat bekommen. Eine SMS? Wo hat er deine Nummer? Ey, ich weiß es nicht, Alter, aber man kann vor diesem Typen nicht abhauen. Ach du Scheiße. Wir müssen spielen. Das ist unsere einzige Chance, da heil rauszukommen aus dem Ja, Ball. Okay, ich habe eh irgendwie Lust, wieder ein bisschen Fußball zu spielen. Dann machen wir das einfach. Komm. Okay, aber du weißt, wenn wir verlieren, dann haben wir verloren. Aber wir werden nicht verlieren. Ich hoffe, du hast recht, mein Freund. Lass uns gehen. Wir müssen das jetzt machen, Alter. Da sind wir, Mr. Murat. Hallo. Wir sind gekommen, wie Sie wollten. Na, ihr Schäfchen, habt ihr euch getraut, hierher zu kommen? Hatten wir eine andere Wahl? Wir mussten doch hierher kommen. Ihr habt echt keine andere Wahl. Ich wollte abtauchen. Aber. Warte mal, eins, zwei. Wo ist denn der dritte? Da gab es Komplikationen, aber wir schaffen das auch zu zweit, ja. Oder nicht? Nein, nein, wir haben gesagt zu dritt. Zu dritt. Ich habe auch drei Kämpfer dabei, deshalb. Ja, wo sind deine? Ich sehe ja, komm noch, warte mal ab, nicht so laut. Okay, aber in 10 Minuten fängt das Spiel an, ne? Ja, genau. Jungs, jetzt wird's ernst. Meine drei härtesten Fußballer aus der Stadt. Kommt raus! Das kann nicht so schwer sein, das geht ja. Das kriegen wir hin. Ja? Ich will keine Schmerzen, sehr gut. Bist du bereit? Ja? Was ist das für einer, Mann? Das ist schon ein bisschen verrückt, aber was kriegen wir hin? Das ist deiner, den nehme ich nicht. Okay, dann ist das deiner. Wollt ihr wirklich zu zweit gegen die hier antreten? Ja, eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Es gibt kein eigentlich. Ihr müsst gegen die hier antreten. Hör mal zu, ich hab dich aus dem Knast rausgeholt. So schnell kann ich dich auch wieder reinbringen. Hast du mich verstanden? Ja? Ja, wir machen das zu zweit. Das ist kein Problem. Wir kriegen das hin so. Ist egal. So. Lass uns einfach dieses Spiel spielen. Was geht ab? Ja, natürlich bin ich da. Ich lasse euch doch nicht im Stich. Ich dachte, du lässt uns im Stich. Nein, niemals. Das ist die Mannschaft, gegen die wir spielen müssen. Perfekt, oder? Wir schaffen das. Komm, Junge. Ich hab da eben Zahnarzt. Was? Ich hab einen Zahnarzt. Wir machen das jetzt. Wir schaffen das. Wir stellen das. Okay, wir sind zu dritt. Wir können alles. Es kann losgehen, Mann. Es geht los. Mein Platz. Meine Regel. Hey! Den hab ich, Jungs! Boah. Jungs, was macht ihr da? Boah. Jungs, Uhuhu. Jetzt mal schön Angriff, Alfonso! Komm, Hugo! Foul! Was ist das denn? Alter, Foul! Schiri! Was ist das? Was für Schiri? Das hier ist der Schiri. Halbzeit! Was ist passiert? Wie sollen wir das gewinnen? Wir haben gar keine Chance, Mann. Die nehmen uns auseinander. Und die spielen auch noch ziemlich unfair, habe ich das Gefühl. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, Jungs. Aber hey, Jungs, Mann, wir dürfen uns nicht aufgeben. Ja! Ja, die sind auch besser. Die sind stärker, größer. Sehen vielleicht auch besser aus. Und eigentlich haben wir auch keine Chance. Aber wir haben eine Chance, Jungs. Ich dachte, eine. Wir haben eine. Aber eine kleine haben wir. Eine kleine. So groß wie ein Staubkorn. Und zwar
Der Teamgeist. Wir können nur gewinnen, wenn wir zusammenhalten. Einer für alle und alle für einen. Kommt, Jungs. Okay, Jungs, zweite Halbzeit. Jetzt machen wir das. Wir halten zusammen. Wie etwas, was zusammenhält. Ganz genau, Hugo. Ja, das ist die richtige Einstellung. Ja, genau, wir müssen jetzt richtig. Kommt jetzt! Kommt jetzt! Ja! Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Alfonso, rauf! Rauf da! Ja! Stark! MJ! MJ, baller ihn rein! Jawohl, das ist es doch! Das ist die Wende! Ja, Hugo! Ja, Hugo! Ja, Hugo! Es geht doch! Geht doch! Ja! Nach vorne, MJ! Und wir haben auch nicht mehr viel Zeit, Mann. Das könnte der letzte Angriff sein jetzt. Ja, Jungs, das ist jetzt definitiv der letzte Angriff. Dann wird abgerissen. Wir müssen volles Risiko. Wir stürmen jetzt einfach zu dritt nach vorne. Ja, ist ja auch. Ja, okay. Wir haben eine Chance. Voller Angriff. Kommt jetzt alles oder jetzt nicht. Alles wir oder nicht. Das fürs Team. Alle oder nicht. Jawohl. Tritt ihn um. What?